Der Frankreich-Block ist immer noch in der Rosenau. Neben mir steht Herr Neumann von? Till von Zweierpasch. Zweierpasch. Genau. Sie kommen aus Freiburg? Genau, ich bin aus Freiburg. Ich bin Rapper, mache Hip-Hop. Bei eben Zweierpasch ist unsere Band. Wir sind 6 Leute im Kern. Mein Zwillingsbruder und ich, Felix und Till. Zweierpasch, wir rappen auf Deutsch und Französisch. 2 Stimmen, 2 Sprachen ist unser Motto. Wo haben Sie Französisch gelernt? Ich habe in der Schule angefangen, Französisch zu lernen und dann länger in Frankreich gelebt. Ich war im Jura und in Straßburg, habe da auch studiert, ja? Auch ein bisschen gearbeitet und bin jetzt heute in Freiburg, aber auch regelmäßig in Straßburg. Habe da viele Freunde und wir sind lyrische Grenzgänger. Also wir bewegen uns nicht nur geografisch in beiden Ländern, sondern auch irgendwie textlich in beiden Sprachen und versuchen mental so ein bisschen die Mauern einzureißen, die es noch gibt in den Köpfen, mit unserer Musik eben und auch mit, wir machen ganz viel Bildungsarbeit mit Schülern, rappen mit denen auf 2 Sprachen, auf Deutsch und Französisch, um denen ein bisschen zu zeigen, dass man mit Fremdsprache nicht nur irgendwelche Klassenarbeiten schreiben kann, sondern eben auch cooles Zeug machen, coole Sachen machen, zum Beispiel rappen und damit dann um die Welt reisen, so wie wir das tun mit unserer Musik. 2 Fragen. Was ist Rap genau? Rap ist eine Art und Weise, Musik zu machen. Sprechgesang, Musik. Sprechgesang, wir machen Musik in Rap-Form, das heißt, das bewegt sich so zwischen Sprechen und Singen. Und Rap kommt aus Amerika und ist mittlerweile ein weltweites, weltumspannendes Phänomen und ist ein sehr botschaftenstarkes Medium. Normalerweise haben Rapper immer irgendwie eine Botschaft und Geschichten zu erzählen. Wir spielen ein ganz kurzes Stück ein. Ich lasse die Würde sprechen, 2 Stimmen, 2 Sprachen. Einfach perfekt zu Rap, perfekte Synergie, Respekt, das Symphonie, vermische Stile, die. Französisch-Deutsch, wo sind die größten Unterschiede? Der Sprache, also ich finde Französisch immer so ein bisschen weicher und fließender. Deutsch ist aber deswegen nicht weniger schön. Ich mag irgendwie beide Sprachen und versuche deswegen irgendwie auch mit meiner Musik und meinen Texten zu zeigen, dass beide irgendwie gut zusammenpassen und dass es sich lohnt, beide zu kennen und auch zu können. Warum sollen deutsche Schüler Französisch lernen? Also man sieht es gerade bei uns im Grenzgebiet, dass es immer noch viele gibt, die sich nicht so wahnsinnig für ihre Nachbarn interessieren. Ich war selbst in Frankreich, habe da länger gelebt und habe mir irgendwie meine eigenen Türen geöffnet und den Horizont erweitert und es gibt ganz praktische Gründe, wie ich kann da vielleicht irgendwie einen Job finden oder neue Freunde finden. Es gibt aber auch sagen wir mal, träumerische Dinge, wie ich kann da eine Kultur entdecken, Musik, von mir aus auch Freundschaften schließen oder Literatur, die mir sonst verschlossen bleiben würde. Wir sind ja quasi, wenn wir in Freiburg wohnen, könnten wir uns mit Deutsch nur in eine Richtung bewegen. Richtung Schweiz oder Richtung Frankreich eröffnen sich ganz neue Welten und die sind sehr spannend und sich irgendwie in andere Kultur reinzudenken, hilft einem immer auch irgendwie komplexe Sachen zu verstehen und irgendwie ist es auch, finde ich, ein Weg Richtung eine friedlichere Welt, weil wenn man mit den Nachbarn sich unterhalten kann und reden, dann entstehen normalerweise viel weniger Konflikte und sie können vielleicht sogar, kommen gar nicht auf oder werden im Keim erstickt, weil man eben Freundschaften schließt und sich austauscht und versteht, warum der andere vielleicht irgendwas anders macht als man selbst. Was können Sie mit dem Rap an französischer Kultur rüberbringen? Wie machen Sie das? Wir versuchen mit Rap auf Deutsch Franzosen zu erreichen und denen dann zu zeigen, dass sie ja, mit Sprache und Musik irgendwie eine Kultur entdecken können und versuchen mit Rap auf Französisch das auch in Deutschland zu machen. Wir gehen in Schulklassen, geben da Workshops und merken da immer wieder, dass Schüler, die eigentlich keine Lust haben. Jetzt kommt noch einer. Da ist Nummer 2. So, also genau. Wir sind 2. Da sehen Sie, da ist die Kamera.
Jetzt sind zwei. So. Genau, wir gehen in Schulklassen und rappen mit Schülern auf zwei Sprachen und merken immer wieder, dass auch Schüler, die irgendwie keine große Lust haben, eigentlich auf die Fremdsprache, dann irgendwie mit Musik und Beat und Reimen und Flow irgendwann vergessen, dass sie gerade dabei sind, irgendwas zu machen, was sie eigentlich gar nicht machen wollten, nämlich in einer Fremdsprache eben zu rappen oder zu singen. Und das ist ein sehr wichtiger Zugang irgendwie, um den Leuten, ja, vielleicht so auch ganz unterbewusst, irgendwie eine Sprache beizubringen oder sie mit der Sprache vertraut zu machen. Wie sind Sie zum Rappen gekommen? Mit Ihnen zusammen? Wir sind von Geburt an quasi ein Zweierpasch. Ne? Also hey, wir haben in unseren frühen Jugendjahren hatten wir selbst große Begeisterung für Hip-Hop-Musik. Damals so die, auch Stuttgart, hier Freundeskreis, was hier gab, und Max Herre und Afrop und Massive Töne. So unsere Helden der Jugendzeit. Und wir haben dann irgendwann auch französischen Rap für uns entdeckt und wollten es auch mal ausprobieren so und haben dann erst eine Weile lang mit einem französischen Rapper gemeinsam Musik gemacht. Dann musste der irgendwann wegziehen. Aus beruflichen Gründen haben wir uns gesagt, wir könnten eigentlich auch mal probieren, auf Französisch was zu rappen. Wir hatten schon damals auch ein paar Einladungen für Konzerte auf der anderen Rheinseite. Und so kam dann der Schritt zum eigenen Schreiben. Erst auf Deutsch, später auf Deutsch und Französisch. So, ja. Was können Sie deutschen Schülern mit Französisch erklären? Alles, was man so vermitteln kann, was so aus dem Bildungskontext kommt, ist eigentlich möglich. Was wir verstärkt machen, ist also erstmal Fremdsprache quasi zu vermitteln mit Begeisterung. Wir machen auch politische Bildung über Rap, haben zur Bundestagswahl 2013 so bildungsferne Jugendliche Wahlprogramme von Parteien in Rap-Texte umschreiben lassen. Das war auch so eine quasi... Also eine Methode, um etwas, was ihnen nicht so nah ist, ihnen näher zu bringen. Ja. Wir machen ja verschiedenste so Bildungsangebote quasi. Das ist häufig Fremdsprache oder Politik auch. Darf ich nochmal die gleiche Frage stellen wie Ihrem Bruder eben? Warum sollen Schüler in Sachsen oder Berlin, die nicht an der Grenze wohnen, Französisch lernen? Also der Geist, den wir vermitteln, ist so ein europäischer eigentlich. Ne? Also wir sind jetzt im Grenzgebiet zwischen Straßburg und Freiburg. Da spricht man Deutsch und Französisch. In anderen Grenzgebieten spricht man Deutsch oder Polnisch oder auch Italienisch, wie was auch immer. Und ich finde, so eine Mehrsprachigkeit und Offenheit für Kulturen ist was sehr Wertvolles in unserer heutigen Zeit. Die Welt ist immer globalisierter und man ist auch ein Geist offener für Menschen aus anderen Kulturen bei sich zu Hause. Ja? Auch in Sachsen oder in Baden-Württemberg oder in Thüringen. Und der Geist, den wir so mitbringen im deutsch-französischen Kontext, der lässt sich eigentlich übertragen auf die gesamte... Ja, den gesamten Geist des Menschen so, also diese Offenheit einfach für eine andere Sprache, eine andere Kultur, das vermitteln wir und hoffen, dass da ja, auch junge Leute dadurch Zugang finden. Perfekt, herzlichen Dank. Ja, tschüss, gerne. Bis bald. Mein Vater heißt Konsum, die Mutter geht gerne shoppen. Wir kühlen sehr an der Straße zum Haben für ein paar Groschen. Für viele saufen, mein Hunger ist ungebrochen. Bin bekannt bei Benz und Dosten, der Luft ist neu und Kosten. Ich ziehe auf Rea, es gibt bitte klarer Gär. Für mit Wanne geht, komm ich schon mehr. Den Lauf und Wehr, Küche und Konkret. Poli mit Poli, Merkur für Poli, die Gatten. Ich transform nach Meer, aus dem Tier. Alles mit Dach und normal hingewacht. Spannende Bilder wie nochmal nachher. Doppel die Zeit, Zeit. In alle guten Dings sind immer noch zwei. Le Poir en l'air, Stuttgart. Ja, tja. Le Poir en l'air, le deux. Boah, wie clair, le nord dans le Césaire. Transfer, le Messer solidaire. A travers le pays, a travers le langue. A travers ta terre, Stuttgart. Le Poir en l'air, le deux. Boah, wie clair, le nord dans le Césaire. Transfer, le Messer solidaire. A travers le pays, a travers le langue. A travers ta terre, Stuttgart. Ich hab mir die Frau mal.